So, guten Tag zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem DFB-Pokal-Halbfinalheimspiel morgen gegen Eintracht Frankfurt. Begrüßt dazu Max Eberl und Dieter Hecking und bitte um Ihre Fragen. Wir kommen mit den Mikros rum, wie immer. Wer möchte loslegen? Christopher Limroplos, Sky Sport News HD. Ja, Frage an Dieter Hecking. Viele hatten ja gehofft, dass es vielleicht doch noch reicht für Raphael. Jetzt sind es 8 Spieler, die verletzungsbedingt fehlen. Drimmitsch ist noch dazugekommen. Ja, wie bitter ist das und wie kann Borussia das kompensieren? Ja, erstmal ist es schade für die Spieler, die nicht spielen oder die nicht zur Verfügung stehen. Ich glaube, jeder hätte gerne dieses Halbfinale gespielt. Ist jetzt so, wir können es nicht mehr ändern. Ja, und von daher, ja, wie immer, Augen zu und durch. Ja, ich glaube, dass wir auch gegen Dortmund die Verletzungsprobleme gut aufgefangen haben. Natürlich fehlt dann ein Stück weit was, aber das ist für morgen, glaube ich, nicht das relevante Thema, denn morgen könnte spielen, wer will, jeder will ins Finale und von daher ist es sehr, sehr bedauerlich, dass diese Spieler uns nicht zur Verfügung stehen. Aber ich weiß, dass die anderen 11 oder die 18, die morgen im Kader sein werden, alles versuchen werden, trotzdem ihren verletzten Mitspielern auch das mögliche Finale in Berlin zu ermöglichen. Und wie gesagt, es ist schade, aber mehr tun mir die Spieler leid, die nicht dabei sein können, weil so ein Halbfinale hat man vielleicht nicht jedes Jahr und von daher hoffen wir, dass die anderen das richten können. Der Krümpelmann, Bild. Kannst du noch mal was zu der Verletzung von Josip Drimmitsch sagen? Hier steht nur Knieverletzung bei seiner Vorgeschichte, befürchtet man da ja möglicherweise eine längere Pause? Ja, es steht da so, wie es steht und mehr kann ich im Moment auch noch nicht sagen. Es gibt da noch eingehende Untersuchungen jetzt, müssen wir abwarten. Herr Maas? Also an Herrn Hecking bitte. Wenn ich das richtig sehe, sind die beiden letzten Spiele verloren gegangen, weil die Mannschaft nicht so richtig clever war. Kann man das denen nicht beibringen? Ja, wir fangen gleich damit an. Nein, wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir waren, was heißt clever? Ja, wir haben, denke ich, wenn man die ersten beiden Tore nimmt gegen Dortmund, die wir als Gegentore kriegen, das hat nichts damit zu tun, dass Borussia Dortmund uns zu Fehlern gezwungen hat. Wir sind klar im Ballbesitz. Ja, und normalerweise sollte dann nichts passieren. Ja, aber wir haben es eben zweimal geschafft, dass es richtig eingeschlagen hat bei uns. Und das, wenn Sie das meinen mit Cleverness, dann hoffe ich schon, dass der Lernprozess eingesetzt hat. Uli Schäfer, WDR 2. Sehen Sie da morgen Abend irgendeine Mannschaft leicht favorisiert oder ist es ein absolutes Duell auf Augenhöhe? Nein, ich finde schon, dass das so Halbfinalspiele, die haben ihren besonderen Charakter. Ja, ich weiß noch, als ich mit Wolfsburg das Halbfinale in Bielefeld gespielt habe, selbst Arminia Bielefeld als Klassentieferer hat sich ausgerechnet, weiterzukommen, weil in solchen Spielen ist immer alles möglich. Ja, das ist so. Und da von der Favoritenrolle zu spielen, wir wollen den Heimvorteil, den wir haben, den wollen wir natürlich gerne nutzen, um eben dann mit der Stimmung im Rücken, mit den Fans im Rücken, vielleicht dann diesen Moment für uns zu erwischen, wo wir schaffen können. Aber prinzipiell Halbfinalspiele, das ist auch vom Druck, das ist nicht mit einem Bundesligaspiel zu vergleichen. Das sind Spiele, die werden auch zum Teil im Kopf entschieden. Ja, und da wird vieles morgen darauf ankommen, dass wir klar sind, was wir vorhaben, was wir machen wollen, den Gegner beschäftigen wollen, ihn zu Fehlern zwingen. Und ja, dann wird man sehen, ob es reicht. Nachfrage, Uli Schäfer. Alle sagen, es ist ja auch so, dass es ein besonderes Spiel ist. Geht man als Trainer, als Mannschaft auch anders in so ein Pokalspiel rein? Ist die Vorbereitung irgendwie anders? Oder muss man eigentlich gar nichts zu sagen? Doch, man muss schon noch was zu sagen. Idealerweise sagt man nichts mehr und alles läuft von alleine. Natürlich müssen wir unsere Mannschaft auch nochmal auf Frankfurt vorbereiten. Wir haben zwar erst vor kurzem gegen sie in der Liga gespielt, ja, aber es sind immer wieder andere Vorzeichen auch, andere personelle Situationen, sowohl bei Frankfurt als auch bei uns. Ja, und so müssen wir natürlich schon nochmal ein paar Worte über den Gegner verlieren. Aber nochmal, ein Halbfinale spielst du einmal im Jahr, ja, wenn du nur einen Wettbewerb hast, wo du es schaffen kannst. Ja, und das ist der DFB-Pokal. Und deshalb ist es schon ein besonderer Abend. Man merkt es ja auch. Ich denke, überall wird man darauf angesprochen. Das wird euch so gehen. Mensch, morgen Halbfinale. Tolles Spiel. Das wird in Frankfurt so sein. Das wird hier so sein. Das spürt man auch. Das ist natürlich der Wunsch und der Traum eines jeden Fans, eines jeden, der sich mit Borussia sympathisiert, dass da der Wunsch groß ist, über die A2 irgendwo Richtung Berlin fahren zu können am 27. Mai. Das spürt man. Aber nochmal, dieser Schritt ist noch überhaupt nicht gegangen. Ja, wenn wir morgen Abend hier sitzen würden und ich könnte sagen, ihr könnt losfahren, ja, das wäre das, was wir wollen. Ja. Doch eine Frage. Muss
schon mal vorgreifen. Sie haben den Pokal schon mal in den Händen gehabt. Niko Kovac übrigens auch, aber der hat nicht gespielt 2003. Wie fühlt er sich an, dieser DFB-Pokal? Müssen Sie das Ihren Jungs nochmal sagen? Hier, ich habe das Ding schon mal in der Hand gehabt. Nee, am besten Sie fühlen es selber. Das kann man nicht beschreiben. Es fühlt sich gut an. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Herr King, angesichts der personellen Lage, wie wichtig ist ein Spieler wie Lars Stindl dann in so einem Spiel? Er ist großer Tor- und Assist-Lieferant, auf den man sich immer verlassen kann. Kommt es dann auf ihn besonders an morgen, unter anderem? Es kommt morgen auf die 18 an, die im Kader sind. Es kommt auf die 47.000 Fans von Borussia Mönchengladbach an. Wir gemeinsam wollen das erreichen und Lars, klar, ist ein wichtiger Spieler, aber morgen müssen wir es gemeinsam lösen und darum geht's. Michael Rüberg von der WAZ. Ja, ich stelle gerade gleich zwei Fragen, damit die junge Dame nicht nochmal laufen muss. Die erste Frage, das Spiel gegen Frankfurt, in Frankfurt, das ist ja noch gar nicht so lange her, ich habe es auch noch gut in Erinnerung. Spielt das noch irgendeine Rolle in den Überlegungen? Da sah Borussia nicht so gut aus, hatte Glück beim 0:0. Zweite Frage, ist das Thema Pfiffe gegen Moda Hut eines? Muss man da die Fans nochmal darauf hinwirken, dass morgen alle zusammenstehen? Oder wie sehen Sie die Situation? Frage 1, wir werden nochmal das eine oder andere aus dem Punktspiel sicherlich uns nochmal angeguckt haben bis morgen Abend. Ob man da jetzt gänzlich alle Rückschlüsse rausziehen kann für das Spiel, weil die Eintracht eben jetzt auch mal zweimal mit Viererkette gespielt hat, sowohl jetzt beim Spiel gegen Augsburg, dann auch in Dortmund relativ schnell umgestellt hat von ihrem normalen System. Also wir müssen uns auf beides so ein bisschen einstellen. Was die Pfiffe gegen Moda Hut angeht, nochmal, man sollte das alles nicht zu hoch hängen. Ja, ich glaube, das war vielleicht auch der Situation geschuldet, dass das Spiel insgesamt nicht so gut lief. Kurz vor seiner Auswechslung hat er, glaube ich, auch noch einen Fehlpass gespielt. Ja, ich verstehe es prinzipiell nicht, dass wenn ein Spieler der eigenen Mannschaft, auch wenn er den Verein verlässt im Sommer, dass er von der eigenen Fans dann Pfiffe zu hören bekommt. Es waren aber auch nicht zigtausende, die da gepfiffen haben. Es waren vereinzelte, so habe ich es wahrgenommen. Und deshalb sollte man das auch nicht zu hoch hängen. Und ich glaube, dass morgen Abend jeder weiß, dass Moda Hut nur einen Wunsch hat, morgen Abend mit einer klasse Leistung mit uns gemeinsam diesen letzten Schritt nach Berlin zu gehen. Und alles andere ist für mich eigentlich nicht relevant. Piet Keusen vom WDR. Herr Hecking, wie wichtig ist so ein Heimvorteil in so einem Halbfinalspiel und ist Ihnen Frankfurt der liebste von den drei Gegnern? Der Heimvorteil, ja, wir hoffen oder wünschen uns, dass das der Heimvorteil dann auch dieser kleine Vorteil vielleicht ist, den wir haben, ja. Und ich habe, glaube ich, unmittelbar nach der Auslosung gesagt, wenn Borussia Dortmund, Bayern München und Eintracht Frankfurt im Lostopf sind, dann kann ich mir genau vorstellen, wie in Frankfurt gedacht worden ist und wie in Gladbach gedacht worden ist. Und für beide ist es eingetreten, ja. Und wir haben vielleicht dieses kleine Extra bekommen, dass wir das Heimspiel haben. Henning Maid von Sport 1 auf dem Kamerabuddhist. Herr King, ich gehe mal davon aus, dass Sie nächstes Jahr gerne wieder international spielen wollen. Welcher Weg ist denn leichter? 2 DFB-Pokalspiele oder 4 Ligaspiele? Da, wo wir es selbst in der Hand haben, ja, und das wäre dann der DFB-Pokal. Ich glaube, in der Liga haben wir es nicht selber in der Hand. Wir brauchen sehr, sehr viele Punkte aus den letzten 4 Spielen. Ja, aber wir haben in beiden Wettbewerben die Möglichkeit. Also ich würde jetzt nicht eins favorisieren. Solange wie in beiden Wettbewerben die Möglichkeit besteht, wollen wir beide nutzen. Ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Michael Rüberg, nochmal von der WAZ. Vielleicht noch eine ketzerische Frage an Max Eberl. Ich habe gelesen, dass die Frankfurter schon T-Shirts mit Berlin, wir fahren nach Berlin gedruckt haben bzw. hergestellt haben. Hat Gladbach auch schon was im Koffer liegen? Nein, definitiv nicht. Und ich bin noch an keiner einzigen Sitzung interessiert, die irgendwas mit Berlin zu tun hat. Denn das ist im Fußball wie immer der Anfang vom Ende. Also man kann planen und das muss man auch im Hintergrund, aber alles, was den Sport betrifft, muss dieses Spiel gespielt werden. Und was gerade gesagt worden ist, dieses Thema Heimvorteil. Wir brauchen die Leute in so einem Pokalspiel. Also für mich ist das Publikum eigentlich der 12. Mitspieler. Und es darf nicht blockierend sein und erdrückend sein, sondern wir brauchen den 12. Mitspieler von den Rängen. Und dann ist es ein Heimvorteil, den man auch nutzen kann, dass die Leute uns unterstützen. Beispiel ist Bochum. Die Journalisten, die hier in Gladbach sind seit Jahren, wissen das, was ich damit meine, als die Relegation gespielt wird. Und du in der 65. wirklich Riesenprobleme hattest, weil der VfL Bochum als Zweitligist uns richtig das Leben schwer gemacht hat. Und die Leute stehen auf und klatschen und unterstützen uns. Normalreaktion wäre gewesen, Pfiffe, Unruhe,
dann wären wir abgestiegen damals und wir sind drin geblieben. Und das ist das, was ich mit Heimvorteil meine, dass die Zuschauer kritisch sein können nach dem Spiel, wenn du dann nicht die Leistung gebracht hast oder wenn Fehler passiert sind. Das ist alles für mich normal. Aber ich wünsche mir einfach, dass dieser Heimvorteil, wenn wir von Heimvorteil reden, der passiert während den 90 Minuten, während den 120 Minuten. Und das wünsche ich mir, dass wir da das wirklich zum Beben bringen. Das wird dann unser Vorteil sein. Auch wenn wir dann scheiße spielen, aber trotzdem gewonnen haben, dann sind wir alle froh, wenn wir in Berlin sind. Uns hat keinem geholfen, wenn man dann 90 Minuten irgendwie Unruhe gespürt hat im Stadion, weil das hilft uns nicht weiter. Das ist dann eher der Vorteil für die Auswärtsmannschaft. Und das sollten wir, so wie wir es bis jetzt immer getan haben hier im Borussia Park, zu unserem Vorteil werden lassen. Achim Müller vom Express. Nochmal nachgefragt bei Max, du redest zwar nicht gerne drüber, aber was würde das denn bedeuten für den Verein? Wie kannst du das einordnen, wenn man nach 22 Jahren diese Chance hat, sag ich mal, in ein Endspiel zu fahren? Was würde das für Borussia bedeuten? Die Frage wurde mir gestellt 2001, als wir gegen Union gespielt haben, vorm Spiel. Die Frage wurde mir gestellt, als wir gegen Arminia Bielefeld gespielt haben, vor, wie lange ist es jetzt her, 2 Jahre? 3 Jahre im Viertelfinale, wo wir schon sehr nah dran waren. Die Frage wurde mir damals gestellt, dass wir Alemannia Aachen im Halbfinale hatten, wo ich Spieler war, deswegen keine Antwort auf die Frage. Der Krümpelmann-Bild? Bisher haben es erst drei Trainer in der Pokalgeschichte geschafft, mit 2 verschiedenen Clubs den Pokal zu gewinnen. Du könntest sogar der Erste sein, der es innerhalb von 2 Jahren schafft. Was würde das bedeuten, so solche Pokalgeschichte zu schreiben? Die Frage hätte ich gerne gehabt, wenn wir es geschafft haben. Ja, also nochmal, es bringt überhaupt nichts, jetzt schon über irgendwelche Finals zu reden. Ja, man spürt das so ein bisschen. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, Gladbach ist doch der absolute Favorit. Guckt in die Tabelle, wer steht vor wem? Frankfurt steht vor Borussia Mönchengladbach. Ja, nur mal in die Köpfe reingebracht. Das Spiel muss gespielt werden. Dass wir optimistisch sind, dass wir eine Vorfreude in uns spüren, dass wir alles dafür tun wollen, morgen diesen letzten Schritt zu gehen, das steht außer Frage. Aber bitte nicht schon irgendwo, was wäre, wenn. Ja, erstmal machen, dann können wir weiter gucken.